Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Haben Sie Angst vor Satan? Was kann Satan Ihnen antun? Das sind Fragen, die wir uns vielleicht alle stellen sollten, aber ich möchte heute auf eine ganz andere Frage eingehen, nämlich, was kann Satan Ihnen nicht antun? Oder ganz allgemein gesprochen, was kann Satan nicht tun? Was können Dämonen nicht tun? Es ist, glaube ich, wichtig, auch dies einmal aus dem richtigen Blickfeld heraus zu betrachten. Schauen Sie, es gibt Satan. Es gibt Dämonen. Ich meine, ich möchte heute nicht unbedingt diese Beweise Ihnen vorlegen. Wir haben das in vielen Predigten bereits getan, aus der Bibel heraus. Und wir haben auch viele Broschüren verfasst und veröffentlicht, die dies klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, dass es Satan und seine Dämonen gibt. Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, dass Satan als der Fürst der Dunkelheit herrscht, auf Erden herrscht. Die Bibel sagt ausdrücklich, dass Satan hier auf Erden seinen Thron hat, seinen Sitz, seinen Thron. Die Bibel sagt, dass er die Menschen gefangen hält, sodass sie seinen Willen tun. Die Bibel sagt, dass er die Autorität über alle Königreiche in dieser Welt hat. Und es heißt, er kann sie geben, wem er will. Und so lesen wir, dass er der Fürst dieser Welt genannt wird. Er wird sogar der Gott dieser Welt genannt, der alle Menschen verführt hat. Er wird der Mächtige genannt, der in der Luft herrscht. Aber schauen Sie, Gott hat ja den Satan nicht als Satan erschaffen, sondern als Luzifer, einen herrlichen Engel, einen Cherub. Aber Luzifer hat sich gegen Satan erhoben, er hat gegen ihn rebelliert und Engel unter seinem Kommando haben ihm ebenfalls die Folge nicht verwehrt und haben ebenfalls gegen Gott rebelliert und wurden dann zu Dämonen. Auch sie herrschen, wie es heißt, unter Satan über diese Erde. Sie werden die Herren der Welt genannt, die in dieser Finsternis herrschen. So dürfen wir auf keinen Fall die Macht, die Kraft, die Gewalt von Satan und seinen Dämonen unterschätzen. Viele tun dies. Ich werde kurz darauf eingehen. Schauen Sie, Satan und seine Dämonen können große Zeichen und Wunder tun. Es ist prophezeit, dass Satan seine Macht einem religiösen Führer geben wird, der Zeichen tun wird, um damit die Menschen zu verführen. Falsche religiöse Lehrer und andere, die durch Dämonen inspiriert sind, mögen sogar in der Lage sein, durch Wahrsagerei in Anführungszeichen oder durch Zauberei die Zukunft vorauszusagen. Hin und wieder auch akkurat vorauszusagen. Aber wir werden gewarnt, dass wir mit solcherlei Wahrsagerei nicht zu tun haben sollen, weil es eben dämonisch ist und weil natürlich auch man nie wissen kann, wann Dämonen die Wahrheit sagen und wann nicht. Satan hat die Macht, Menschen zu inspirieren, Kriege zu führen. Wussten Sie das? Kriege werden von Satan aus inspiriert. Er hat die Macht, Feuer vom Himmel herunterfallen zu lassen und manche Menschen meinen dann vielleicht, das ist dies das Feuer Gottes, wie dies im Buch Hiob beschrieben wird. Nun, er ist das mächtige Geistwesen, das in der Luft herrscht. Und das bedeutet auch, dass er Einfluss hat auf das Wetter. Dass er zum Beispiel auch Wirbelstürme und so weiter bringen kann. Gewaltige Stürme, um sehr viel Unheil anzurichten. Nun, viele glauben nicht an die Existenz von Satan und an seine Dämonen. Und auf der anderen Seite sind sie schnell dabei, sich mit dem Okkultismus zu beschäftigen, ohne zu ahnen, wie gefährlich das ist. Denn Dämonen sind Geistwesen, die sich gern mit Menschen vertraut machen. Es gibt eine Stelle im 3. Mose, Kapitel 19, Vers 31, die ich hier nur erwähnen möchte. Aber in der King James Bible wird sie wie folgt übersetzt. Beachtet keine Medien und vertraute Geister. Ihr sollt nicht nach ihnen suchen. Oder man kann auch sagen, man soll ihnen nicht folgen. Vertraute Geister. Es sind Geistwesen, die sich vertraut machen wollen mit dem Menschen. Deswegen ist es sehr, sehr gefährlich,
in irgendeinen Kontakt mit ihnen zu treten und zum Beispiel ein Haus, in dem es spukt oder Poltergeister oder spiritistische Sitzungen oder Kommunikation mit den Toten und Kontakte mit, in Anführungszeichen, Außerirdischen, sind alle eindeutig dämonischen Ursprungs. Und man sollte sich insoweit in keinster Weise darauf einlassen. Die Bibel warnt uns ganz eindeutig, dass wir keine Gemeinschaft haben sollen und suchen sollen mit Dämonen. Sie können das im 1. Korintherbrief nachlesen, im 10. Kapitel, angefangen mit Vers 20. Satan und Dämonen sind sehr destruktiv. Sie lieben es, Menschen zu quälen oder zu plagen. Es gibt viele Schriftstellen, die belegen, dass Satan und Dämonen Besitz von Tieren und Menschen ergreifen können und zwingen können, fürchterliche Dinge zu tun. Von Dämonen besessene Menschen können extrem gewalttätig und selbstzerstörerisch sein. Wenn wir an Terroristen denken, die heute diese Selbstmordattentate begehen, um andere zu töten und sich vielleicht da selbst dabei zu opfern, das ist ganz klar aufgrund von dämonischer Inspiration erfolgt. Solche Menschen, die da in Autos, in Lastwagen, in Menschenmengen hineinfahren, um die umzubringen, das ist ganz klar auf dämonisches Betreiben zurückzuführen. Dämonen stecken dahinter. Dämonen stecken hinter der Terroristengruppe ISIS, wie man das benennen will. Das sind ganz klar Menschen, die dämonisch beeinflusst sind, vielleicht sogar auch besessen sind. Das ist ja kein, in Anführungszeichen, normales Verhalten. Wenn man von Dämonen geplagt wird, dann verliert man auch jeden Begriff, jeden Sinn für Anstand, für anständiges Verhalten. Nun, die Bibel zeigt auch, dass wenn Menschen von Dämonen besessen sind, dass sie geistig, psychologisch und physisch krank sind. Zumindest sein können. Durch den Einfluss von Dämonen können Menschen stumm und taub sein. Es gibt viele Stellen, die dies zeigen. Sie können epileptisch sein, da muss man aufpassen. Nicht jede Epilepsie ist natürlich auf dämonischen Einfluss zurückzuführen, aber einige scheinbare epileptisch Kranke schon. Sie können gebrechlich sein, verkrümmt, zusammengekrümmt. Nun, Satan und seine Dämonen haben auch eine weitere Macht. Sie haben die Macht, Menschen von einem Ort zu einem anderen Ort zu transportieren. Und das erklärt auch seltsame Begebenheiten mit UFOs, mit in Anführungszeichen Außerirdischen, wenn entführte Menschen manchmal hunderte von Kilometern in einem Wohnort dann gefunden werden, hunderte Kilometer von ihrem Wohnort entfernt, ohne zu wissen, wie sie dorthin gelangt sind. Zauberei, Hexerei, Hypnose, bestimmte fernöstliche Meditationspraktiken und andere Heilpraktiken, in Anführungszeichen, sind weitere Methoden Satans, können es zumindest sein, ein menschliches Wesen zu einem hilflosen Opfer zu machen. Wann immer wir uns dem Einfluss von Werken der Finsternis aussetzen, werden wir zu Opfern dieser Mächte der Finsternis. Nun, alles das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe und auch noch einiges, was ich Ihnen sagen werde, können Sie nachlesen in unserer kostenlosen Broschüre über Engel, Dämonen und die geistige Welt. Ich habe bewusst jetzt in dieser kurzen Zusammenfassung, dieser kurzen Einführung, alle die Bibelstellen, die wir in dieser Broschüre anführen, für unsere Behauptungen, unsere Darlegungen ausgelassen, weil ich möchte, dass Sie sich einmal wiederum diese Broschüre zur Hand nehmen und diese Stellen nachlesen. Vor allen Dingen über Satan und seine Dämonen. Denn man soll sich in keinster Weise da Illusionen machen, dass sie vielleicht entweder nicht existieren oder aber, dass sie keinerlei großartigen Einfluss haben könnten, keine Macht hätten. Aber ich möchte jetzt beginnen, Ihnen 7 Punkte mitzuteilen, was Dämonen, was Satan nicht tun können. Und der erste Punkt, der wird auch in unserer Broschüre behandelt.
Denn aus der Schrift geht hervor, und das ist auch wichtig zu begreifen, dass Dämonen sich nicht wie Engel manifestieren können. Nun, Engel können sich als Menschen manifestieren. Es gibt viele Bibelstellen, die uns zeigen, dass sogar hin und wieder Engel auftreten, als Menschen auftreten, und andere Menschen können sie gar nicht als Engel wahrnehmen. Das gibt es schon, aber einige meinen, wenn jetzt jemand zu ihnen kommt, das sei ein Dämon, der da jetzt als ein Mensch auftritt. Das kann nicht sein, weil Dämonen sich insoweit nicht manifestieren können. Engel können es, Gott hat aber die Kraft, diese Macht, diese Befähigung den Dämonen genommen. Sie können es nicht mehr tun. Sie können allerdings Folgendes tun. Sie können Illusionen erzeugen, die sehr real aussehen mögen. Nur natürlich Menschen, die von Dämonen besessen sind, natürlich, die können schon bei ihnen sein, vor ihnen stehen, aber das sind nach wie vor die Menschen. Es sind also jetzt nicht Dämonen, die sich jetzt da in Menschen verwandelt hätten oder manifestiert hätten. Aber sie können Illusionen erzeugen, die sehr real aussehen mögen. Und das würde zum Beispiel die Erscheinung, in Anführungszeichen, von Geistern, von abgeschiedenen, verstorbenen Menschen, die jetzt als Geist erscheinen angeblich, es würde das mit einschließen. Es würde auch die Erscheinung, in Anführungszeichen, einer Frau einschließen, die von sich vorgibt, die Mutter Gottes zu sein, die Mutter Maria zu sein. Wir kennen ja diese Erscheinungen, wo also auch Kinder und Hirten die Mutter Gottes gesehen haben wollen. Alles dies ist in keinster Weise göttlich. Es muss dämonischen Ursprungs sein, wenn es nicht einfach eine Erfindung ist, eine Halluzination dieser Menschen. Denn Maria, die wahre Maria, liegt tot im Grabe und wartet wie alle wahren Christen auf die Auferstehung von den Toten im Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi, nicht zuvor. Aber in Lukas Kapitel 24, angefangen Vers 36, finden wir eine interessante Stelle. Lukas 24, angefangen Vers 36, und ich lese die Verse 36 bis 43. Diese Stelle zeigt Ihnen etwas über Dämonen. Die Tatsache nämlich, dass sie sich nicht manifestieren können, wie es Engel können, wie es Jesus Christus nach seiner Auferstehung konnte. Wir lesen. Als sie aber davon redeten, die Jünger, da trat er selbst Jesus mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Das war nach der Auferstehung Jesu Christi. Und sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Und als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm's und aß vor ihnen. Was ist hier geschehen? Nun, Christus manifestierte sich für seine Jünger als ein Wesen aus Fleisch und Knochen. Er nahm sogar in seiner Gegenwart Nahrung zu sich, um sie zu überzeugen, dass er es war und nicht ein Geist oder ein Dämon. Und deswegen konnte er ihnen auch Knochen zeigen und Fleisch und sagen, ein Geist hat das nicht. Nun, das Wort für Geist hier ist das griechische Wort Pneuma. Und dieses Wort kann sich sehr wohl auf Dämonen, auf gefallene Geister beziehen. Schauen wir uns dies kurz einmal an in Matthäus Kapitel 8 und in Vers 16. Matthäus 8 und Vers 16. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister, das gleiche griechische Wort, aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Dann auch in Kapitel 12, Matthäus 12 und Vers 43. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Hier wiederum das Wort Geist, Pneuma. Und dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer,
gekehrt und geschmückt, und dann geht er hin und nimmt mit sich 7 und andere Geister, das gleiche Wort, die böse sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin, und es wird mit diesem Menschen danach ärger, als es vorher war. Und so wird es auch mit diesem bösen Geschlecht ergehen. Interessant ist hier auch eine Erklärung, dass hier keine Austreibung durch einen von Gott ordinierten Prediger geschehen ist. Das heißt nicht, wenn dieser böse Geist ausgetrieben worden ist. Nein, er ist ausgefahren, freiwillig. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber dann, wenn keine Änderung im Leben dieses Menschen erfolgt, dann wird er zurückkehren und nicht nur er alleine. Und dann wird es schlimmer werden, als wie es zuvor war. Schauen wir uns auch eine Stelle in Lukas an, Kapitel 4. Lukas Kapitel 4 und in Vers 33. Es war ein Mann in der Synagoge, besessen von einem unreinen Geist. Auch hier wiederum das gleiche Wort. Und er schrie laut: Halt, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und dann Vers 36. Und es kam eine Furcht über sie alle, denn jetzt hat Christus diesen bösen Geist ausgetrieben. Und sie redeten miteinander und sprachen: Was ist das für ein Wort? Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern, und sie fahren aus. Die mussten dieser Befehlsgewalt von Christus folgen. Nun, wenn wir zurückkehren zu der Stelle in Lukas 24, dann wissen wir natürlich, sollten wissen, dass Jesus nicht zu einem Wesen aus Fleisch und Knochen auferweckt wurde. Er wurde nicht zu einem physischen Wesen auferweckt. Er wurde auch nicht mit einem physischen Leib auferweckt. Er wurde mit einem geistlichen Leib auferweckt. Nur dieser physische Leib, den er hatte, der noch keine Verwesung gesehen hatte, wurde bei seiner Auferstehung verwandelt in einen geistlichen und geistigen Leib. Christus wurde zu einem Geist, zu einem Geistwesen. Dieses Geistwesen macht lebendig. Schauen wir uns dies an, 1. Korinther Kapitel 15. Also es ist keineswegs so, dass Christus jetzt mit einem Körper, einem physischen Körper aus Knochen und Fleisch bestehen, auferweckt wurde. Aber er hatte die Macht, sich insoweit zu manifestieren. Und er sagte aber, ein Geist kann das nicht, ein Dämon kann es nicht. Schauen wir uns an, 1. Korinther 15 und Vers 44. 1. Korinther 15, Vers 44. Es wird gesät ein natürlicher Leib, Jesus Christus, als er ein Mensch war. Und es wird auferstehen ein geistlicher Leib, Jesus Christus, als er auferweckt wurde. Gibt es einen natürlichen Leib, dann gibt es auch einen geistlichen Leib. Und wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen, besser zu einer lebendigen Seele. Zuvor war er eine tote Seele, aber dann hat Gott ihm den Atem des Lebens eingehaucht und dann wurde er zu einer lebendigen Seele. Und der letzte Adam, Jesus Christus, zum Geist, der lebendig macht. Und dann sagt er in Vers 50, das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Als Christus auferweckt wurde, ging er ins Reich Gottes ein, natürlich, aber nicht als ein Wesen aus Fleisch und Blut, sondern als ein Geistwesen. Er sagt auch, das Verwesliche kann nicht erben, die Unverweslichkeit. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, einige werden noch am Leben sein, wenn Christus zurückkommt, aber wir werden alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Die Toten werden auferstehen, unverweslich, wie Christus, der Erstgeborene, auferstand, unverweslich. Und Paulus sagt, und wir alle werden verwandelt werden. Christus war in der Lage, als ein Geistwesen, ein unverwesliches Geistwesen, ein Mitglied der Gottfamilie, der ins Reich Gottes eingegangen ist, als ein Gottwesen. Er war in der Lage, sich zu manifestieren, aus Fleisch und Knochen zu manifestieren. Und Christus benutzte hier die Gelegenheit, um zu zeigen, dass er kein Geist oder Dämon war, da Dämonen sich nicht als menschliche Wesen manifestieren können. Keine Wesen aus Fleisch und Blut erscheinen können. Nun, wie ich sagte, sie können gewisse Halluzinationen, gewisse Erscheinungen vorgaukeln. Es gibt eine sehr interessante Stelle im Buch Hiob, in Kapitel 4, die Verse 12 bis 16.
Das möchte ich hier kurz vorlesen. Hiob Kapitel 4, angefangen Vers 12. Hier gab es nämlich jemanden, der sich da etwas einbildete auf die Erfahrungen, die er machte mit der Geistwelt. Das war auch so ein Medium, sagen wir mal, so ein Zauberer, so ein jemand, der sich vom Mystizismus hatte beeinflussen lassen. Dieser Eliphas. Und er hat über eine Begegnung mit einem Dämon berichtet, dem Hiob gegenüber. Und da heißt es hier, beginnend mit Vers 12, zu mir ist heimlich ein Wort gekommen. Und von ihm hat mein Ohr ein Flüstern empfangen beim Nachsinnen über Gesichte in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Leute fällt. Schauen Sie, er selbst war nicht am Schlafen, das ist wichtig zu begreifen. Aber es war zu einer Zeit, als normalerweise Menschen schlafen, aber er war beim Nachsinnen. Er lag so auf seinem Bett, sagen wir mal, und war da so am Meditieren. Und da hat er jetzt diese Erscheinung gehabt. Da kam mich Furcht und Zittern an. Und alle meine Gebeine erschraken, und ein Hauch, besser übersetzt, wie die Schlachterbibel es sagt, ein Geist, fuhr an mir vorüber. Und es standen mir die Haare zu Berge an meinem Leibe, und da stand ein Gebilde vor meinen Augen, doch ich erkannte seine Gestalt nicht. Es war eine Stille, und ich hörte eine Stimme. Also dieser merkwürdige Bursche hier, der hatte diese Erscheinung. Der sah irgend so eine Form, irgend so ein Gebilde, aber er konnte die Gestalt dieses Gebildes nicht erkennen. Dies weist darauf hin, dass es ein Dämon war, denn die Bibel zeigt uns keineswegs, dass Engel auf diese Weise erscheinen würden. Und eine andere Begegnung kann man auch nachlesen im 1. Samuel Kapitel 28. Es geht darum, dass der König Saul keinerlei Botschaften mehr erhielt von Gott, und so ging er zu einer Hexe, um sich von ihr die Zukunft deuten zu lassen. Das war eine spiritistische Sitzung, eine sehr gefährliche. Es heißt, dass aus diesem Grunde Saul auch umkam, weil er diese spiritistische Sitzung durchgeführt hat. Deswegen wiederum eine Warnung an alle, wenn Sie meinen, Sie könnten da zu einer spiritistischen Sitzung gehen, daran teilnehmen oder zu einem Medium, um sich da irgendwo da die Zukunft geben zu lassen. Sie befinden sich da in großer, großer Gefahr. Aber hier in dieser Passage war es so, dass ein Dämon auftrat. Nun, der Saul sah gar nichts. Es war die Hexe, die ihm vermittelte, was sie so in Anführungszeichen sah. Und sie sah da etwas, das so aussah wie ein Gebilde, das scheinbar den Samuel, der verstorben war, dieser Prophet Samuel, repräsentieren würde. Wie zum Beispiel auch diese Kinder möglicherweise ein Gebilde sehen da, das angeblich vorgibt, Maria zu sein, die Mutter Gottes. Und dieser Dämon, der von sich vorgab, Samuel zu sein, der gab dann dem Saul Anweisungen im Hinblick auf die Zukunft. Und diese Anweisungen, diese Prophezeiungen traten ein, wie ich eben schon gesagt habe. Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass Dämonen, die ja auch die Zukunft zu einem gewissen Maße kennen, einem die Zukunft dann auch sagen. Aber man soll in keinster Weise da einen solchen Kontakt pflegen. Aber auch hier wiederum war es ein Dämon, der von sich vorgab, Samuel zu sein, aber er war es natürlich nicht, Samuel war tot im Grabe, wartete auf die Auferstehung zu einem Geistwesen. Wir sollten von daher niemals, noch einmal dies klar und deutlich betont, an einer spiritistischen Sitzung teilnehmen oder Dämonen befragen oder Menschen befragen, von denen man erkennen müsste, dass sie unter dämonischer Einflussnahme stehen. Wir sollten niemals Wahrsagerinnen oder Wahrsager, Zauberer, Hexen, neuzeitliche Propheten oder ein Medium kontaktieren, um Näheres über unsere Zukunft zu erfahren. Dazu zählen jetzt auch Horoskope, dazu zählt jetzt auch Astronomie oder vielmehr Astrologie. Nun, Astronomie kann auch gefährlich sein, wenn man es mit der Astrologie verwechselt. Aber es geht mir hier um die Astrologie. Es geht mir um Horoskope. Menschen lesen das, und weil sie da in einem gewissen Sternbild, in Anführungszeichen, geboren worden sind, meinen sie, dass diese Horoskope in irgendeiner Form Einfluss auf ihr Leben hätten oder die Sterne, dieses Sternbild. Absoluter Unfug. Aber wenn man daran glaubt, dann kann man natürlich sehr leicht in die Fänge von Dämonen geraten, die das natürlich dann benutzen werden, um einen zu verführen. Nun, in vielen Fällen, wenn man zu diesen Wahrsagern geht und diesen Medien und so weiter, wird man mit Betrügern zusammenkommen.
Aber in anderen Fällen können sehr wohl Dämonen da eine Rolle spielen. Die wollen sich natürlich damit uns vertraut machen und durch ihre menschlichen Vermittler mit uns kommunizieren. Schauen Sie, wir können auch nicht mit Verstorbenen, die gestorben sind, in Kontakt treten. Menschen, die gestorben sind, liegen tot im Grab. Die sind tot, die haben kein Bewusstsein. Mit wem sie in Kontakt treten, wenn sie sich jetzt an Medien wenden, um da jetzt Kontakt aufzunehmen mit den Geistern von Verstorbenen, das sind nichts weiter als Dämonen, die eben vorgeben, jetzt ihre Verstorbenen zu sein, wie das im Falle von Saul der Fall war, geschehen ist. Und was sie tun, ist nichts anderes, als dass sie wiederum hier Kontakt aufnehmen mit Dämonen. Und wenn sie einmal Kontakt aufgenommen haben mit Dämonen, dann wird es sehr schwierig sein, diesen Kontakt wieder wegzubekommen. Dann bedarf es mit Sicherheit des Eingreifen Gottes und ihrer tief empfundenen Reue für diese falschen Dinge. Nun, auch hier noch etwas gesagt. Christen, die nicht zum Predigtamt ordiniert worden sind, sollten niemals versuchen, Dämonen auszutreiben. Sie sollten auch nicht versuchen, wenn sie meinen, da eine möglicherweise Einflussnahme zu bemerken in ihrem Leben, zu Dämonen selbst zu sprechen. Das ist genau das, was Dämonen wiederum wollen. Die wollen ja, dass sie da hier Kommunikation betreiben. Nein, beten Sie zu Gott. Beten Sie zu Gott, dass er Ihnen hilft, von solchen Einflüssen loszukommen. Sie sollten auch vorsichtig sein mit diesen Praktiken, wie zum Beispiel Zungenreden. Nun, wenn Sie etwas über diese Zungenreden studiert haben, dann wissen Sie, dass dies nicht göttlich sein kann, wenn da jemand da irgendwo in einer Zunge spricht, die er gar nicht kennt, einer Sprache. Aber es ist durch wohl ja auch klar, dass sowohl Engel als auch Dämonen ihre Sprachen haben. Die Bibel sagt das auch. Und wenn Sie da auf einmal in einer Sprache sprechen und gar nicht wissen, was Sie eigentlich sagen, und auf einmal kommt dann jemand daher und interpretiert für Sie, was Sie dann gesagt haben sollen, oder aber Sie verstehen auf einmal durch eine Eingebung, was Sie gesagt haben sollen, das hat mit göttlicher Einwirkung nichts zu tun. Auch das sollten Sie begreifen. Also der erste Punkt war, Dämonen können sich nicht manifestieren, so wie es Engel können. Sie können nicht vor Ihnen als Menschen erscheinen und Sie sagen, ach, dieser Mensch ist in Wirklichkeit ein Dämon. Nun, natürlich, der Mensch kann dämonisch besessen sein, das ja. Der zweite Punkt, Dämonen können nicht heilen. Dämonen können nicht heilen. Gott wird als der Arzt beschrieben, der uns heilt. Und er benutzt natürlich auch Heilpraktiken, aber man muss sehr vorsichtig sein, denn viele dieser sogenannten natürlichen Heilpraktiken mögen so natürlich gar nicht sein. Sie mögen sehr wohl, vor allen Dingen, wenn sie auf fernöstlichen Methoden beruhen, sehr wohl eine Beeinflussnahme mit beinhalten von nicht göttlichen Wesen, sagen wir einmal. Es gibt da sehr viele Geschichten, die Sie sich vielleicht durchlesen könnten, die Ihnen das zeigen würden. Ich gehe allerdings davon aus, dass man nicht allzu sehr sich mit diesen Dingen beschäftigen sollte. Aber, obwohl es nirgendwo in der Bibel gezeigt wird, dass ein Dämon jemand heilen könnte, das steht bei Gott. Und wenn Sie auch zu Ärzten gehen, die Ihnen helfen können, natürlich in gewissen Situationen, sollten Sie sich aber schon über den Arzt informieren, zunächst einmal. Denn es gibt da auch viele, die Ihnen keinster Weise helfen können und die vielleicht Dinge nur noch schlimmer machen werden in Ihrem Leben. Aber was Dämonen können, sie können natürlich eine Heilung vorgaukeln, wie ich eben schon angeführt habe. Wenn ein Dämon jemanden beeinflusst oder sogar besitzt und dann von ihm ablässt und aufgrund dieser Beeinflussnahme, dieses Besitzens war der Mensch physisch krank geworden, dann ist es natürlich so, der Dämon verlässt ihn, aha, er ist jetzt weg, die Krankheit ist jetzt weg. Und man meint, so, jetzt hat also der Dämon jemanden geheilt, also jemand, der von sich vorgibt, ein Wunderheiler zu sein und was weiß ich nicht alles, der treibt jetzt den Dämon aus oder der sagt jetzt, ich heile dich. Und dann findet eine Heilung statt, in Anführungszeichen, weil der Dämon freiwillig den Körper eines solchen Menschen verlässt und
dann ist natürlich auch die Krankheit weg. Aber das bedeutet nicht, dass ein Dämon oder jemand, der unter dämonischem Einfluss steht, heilen kann. Es bedeutet, dass eine Vorgaukelung stattgefunden hat. Wenn Christus einen Dämon ausgetrieben hat, dann hat er immer gesagt, fahre aus ihm aus und kehre nicht in ihn zurück. Aber manchmal entscheiden sich Dämonen, um eben halt andere zu verwirren, freiwillig auszufahren, angeblich einer Austreibung Folge zu leisten, einem sogenannten Exorzismus von Menschen, die in keinster Weise dazu berufen sind, dies zu tun. Und dann ist natürlich die Verführung und die Verwirrung sehr groß. Der dritte Punkt. Dämonen können grundsätzlich nichts erschaffen. Schauen Sie, es ist Gott, der aus dem Nichts erschafft, der Physisches aus dem Nicht-Physischen erschafft. Die Bibel zeigt dies immer und immer wieder. Aber Dämonen können das nicht. Die Bibel gibt uns allerdings einen Hinweis, und auf den möchte ich hier kurz eingehen, dass eine gewisse Macht besteht, in sehr begrenztem Maße. Zumindest scheint das der Fall zu sein. Und schauen wir uns 2. Mose 7 an. In 2. Mose 7 und lesen wir angefangen in Vers 10. Da heißt es, da gingen Mose und Aaron hinein zum Pharao und taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen Großen und er ward oder wurde zur Schlange. Nur das Wort Schlange ist eine Übersetzung eines griechischen Wortes oder hebräischen Wortes vielmehr, das sehr viel mehr bedeutet als nur Schlange. Es geht um ein furchteinflößendes Ungeheuer, ein Drache, sagen wir einmal. Also nicht nur so eine kleine winzige Schlange, wie sie so in den Hollywood-Filmen da dargestellt wird. Aber Vers 11. Und da ließ der Pharao die Weisen und Zauberer rufen, und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten. Und jeder warf seinen Stab hin, da wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Also dies scheint anzudeuten, dass hier die Zauberer aufgrund von dämonischer Beeinflussung, dämonischer Kraft, die Möglichkeit hatten, aus Stäben Schlangen herzustellen. Nun, man kann sagen, das war alles eine Täuschung. Aber dann wäre es auch eine Täuschung gewesen, was Aaron getan hat. Und davon kann man nicht ausgehen. Und es geht auch hier darum, dass in der Tat es heißt, und es wurden Schlangen daraus, nicht? Und es schien so, als ob daraus Schlangen geworden sein sollten. Also das ist hier eine, ich möchte sagen, Ausnahme, die einzige, die ich erkennen kann in der Bibel, wo also hier eine, in Anführungszeichen, Erschaffung in ganz geringem Umfange stattgefunden hat. Aber schauen wir uns nun einmal Kapitel 8 an, 2. Mose 8. Und angefangen in Vers 12. Es geht hier um Stechmücken, wie es heißt. Und der Herr sprach zu Mose, sage Aaron, strecke deinen Stab aus und schlag in den Staub der Erde, dass er zu Stechmücken werde. Also hier wiederum die gleiche Idee, aus dem Staub werden Stechmücken in ganz Ägyptenland. Und sie taten so, und Aaron reckte seine Hand aus mit seinem Stabe und schlug in den Staub auf der Erde. Und es kamen Mücken und setzten sich an die Menschen und an das Vieh. Aller Staub der Erde ward zu Mücken, wurde zu Mücken in ganz Ägyptenland. Aber die Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten, um Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Und die Mücken waren sowohl an den Menschen als am Vieh. Und da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist Gottes Finger. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt. Die erkannten jetzt, ihre Macht hatte Grenzen. Das war etwas, was die Dämonen nicht mehr tun konnten. Und sie erkannten jetzt, das ist nur etwas, was Gott tun kann. Und deswegen sagten sie dem Pharao, das ist jetzt Gottes Finger. Nun, wir haben mehr hierüber in unserer Broschüre geschrieben, Himmel und Erde vor und nach dem ersten Menschen. Denn die Idee ist ja auch folgende. Wir wissen ja klar und deutlich, dass es vor dem ersten Menschen, Adam und Eva, eine Welt gab, voll von Dinosauriern und anderen Lebewesen. Aber einige dieser Lebewesen, die waren sehr aggressiv. Und die Frage ist, nun hat Gott die auf eine solche aggressive Weise erschaffen? Und unsere Broschüre beschreibt dies. Die Antwort ist nein, aber sie wurden aggressiv aufgrund der Einflussnahme von Satan und seinen Dämonen. Und auch dies ist ein anderes Kapitel, das aber hier
nur im Rande erwähnt werden soll, aber es wird Ihnen zeigen, wie es zu dieser Welt vor Adam und Eva kam, wie die ursprünglich erschaffen worden war, wie sie zu einer schrecklichen Welt wurde, wie dann Gott die Erdoberfläche erneuerte, nachdem aufgrund des Aufstandes von Luzifer und seiner Engel die Erde wüst und leer wurde. Genau das gleiche Wort, was wir eben gerade gelesen haben. Und dann hat Gott die Erdoberfläche erneuert, aber dann haben die Menschen auch wiederum, die dann erschaffen worden sind, denn Adam und Eva waren die ersten Menschen, zuvor gab es keine Menschen, wie Adam und Eva es waren, aber dann wurden die auch wiederum verderbt und es kam dann zu einer Sintflut. Und alle diese Geschichten sind Ihnen ja bekannt und werden auch in unserer Broschüre näher beschrieben. Der vierte Punkt, wichtig zu begreifen. Dämonen können uns nicht im Schlaf beeinflussen. Wir sahen eben bereits, dass der Eliphas, als er dieses Gebilde sah, ja nicht geschlafen hat. Der war wach, auf seinem Bett, am Meditieren, als er diese Erscheinung hatte. Nun, wir haben auch hierüber einen Artikel verfasst, der ist auf unserer Webseite veröffentlicht worden. Kann uns Satan im Schlaf beeinflussen? Fragezeichen. Und ich möchte hier ein wenig daraus zitieren. Wir können und sollten dafür beten, dass Gott uns in jeder Situation unseres Lebens hilft. Und somit ist es unvorstellbar, dass er uns einerseits beschützt, wenn wir wach und in der Lage sind, mit all unseren Fähigkeiten Entscheidungen zu treffen und Urteile zu fällen, uns aber andererseits den Fängen Satans und seiner Dämonen überlässt, wenn wir schlafen. Und somit unfähig sind, uns dieser unsichtbaren, aber gefährlichen Wesen mit Hilfe des Geistes Gottes zu erwehren. Dies wäre eine sehr widersprüchliche Annahme und unvereinbar mit der Liebe, die Gott seinem Volk entgegenbringt. Kämpfen ist eine Aktivität, bei der die Kandidaten sich ihrer bewusst sind, ihr Geist wach ist und sie sich auf die Aktivität konzentrieren. Und dieses Prinzip muss auch auf den Kampf mit den Mächtigen und Gewaltigen angewandt werden, nämlich auf den Kampf mit den Herren der Welt. Da hatten wir ja eben schon kurz davon gesprochen, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir können keinen Kampf gegen diese Mächte führen, wenn wir schlafen. Nun, es ist möglich, dass unserem Bewusstsein gespeicherte Erinnerungen von Begebenheiten in Träumen sind, die dann reflektiert werden, wenn wir schlafen. Unser Gehirn arbeitet im Schlaf weiter. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass Dämonen in unser Gehirn eindringen können, wenn wir schlafen. Andererseits, hier wiederum die Warnung, dürfen wir uns während des Tages keineswegs mit Okkultismus, Seancen und anderen dämonischen Aktivitäten beschäftigen, denn dies wäre für unser christliches Leben kontraproduktiv und würde den Boden bereiten für Träume und Albträume, die wir später deswegen haben könnten. Auf diese Weise kann dämonischer Einfluss indirekt gespürt werden, aber sicherlich würde Gott Satan und seinen Dämonen keinen freien Zutritt zu uns erlauben, um uns zu plagen, wenn wir uns in dem nicht wachen Zustand des Schlafes befinden. Nun, es ist wichtig, dies zu begreifen, denn einige haben mir geschrieben und haben gesagt, ach, ich habe geschlafen und im Schlaf hat dann ein Dämon versucht, mir etwas anzutun. Nein, es war dies entweder ein Albtraum oder aber die Person hat nicht wirklich geschlafen. Also da ist wichtig, diesen Unterschied herauszuarbeiten. Wir haben auch eine Stelle, um das hier einzufügen, in Epheser Kapitel 4, die Verse 26 bis 27, die uns sagt, dass wir nicht die Sonne über unseren Zorn untergehen lassen und mit einer zornigen Einstellung einschlafen und Satan keinen Raum geben sollen. Nun, Satan kann uns zwar nicht im Schlaf direkt beeinflussen, aber schlimme und böse Gedanken, die an unserem Gehirn aufgezeichnet sind, können natürlich zu unerfreulichen Träumen oder Albträumen führen. Beten wir vor dem Einschlafen um einen ruhigen Schlaf, ohne Albträume. Eine Stelle in Psalm Kapitel 3, die Verse 4 bis 6, sagt uns nämlich Folgendes. Aber du, Herr, bist der Schild für mich, du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge, Selah, denk darüber nach. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Also der Herr hält mich auch im Schlaf. Er bewahrt mich im Schlaf. Es ist nicht eine Möglichkeit. Gott lässt es nicht zu,
dass Dämonen uns direkt im Schlaf beeinflussen könnten. Aber in unserem Artikel fahren wir fort, Folgendes zu sagen. Hypnose ist ein weiteres Problem, das es zu beachten gilt. In Römer 6, Vers 16 lesen wir, wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen? Dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Es geht hier um die Kontrolle unserer Gedanken und dass wir dieses Feld niemandem anderen überlassen sollen. Wir sollen Gott und seinem vollkommenen Willen ganz und gar ergeben sein. Hypnose überträgt diese Kontrolle auf eine andere Person oder auf ein Geistwesen, einen Dämon, der den Hypnotiseur benutzt, um seine eigene Macht wirken zu lassen. Wenn wir uns freiwillig dem Einfluss eines Hypnotiseurs unterwerfen, dann ist es möglich, dass Satan und seine Dämonen uns beeinflussen, während wir uns in diesem Zustand befinden. In der Tat könnte dies unter gegebenen Umständen sogar sehr wahrscheinlich sein. Aber Hypnose ist nicht das gleiche wie ein normaler Schlaf. Daher ist Hypnose auch so gefährlich. Und das gilt auch für andere Praktiken, fernöstliche Meditationspraktiken, wo man sich durch das Sprechen eines Mantras auf einmal in eine Kontaktsituation begibt mit Dämonen, denn diese Mantren sind in den meisten Fällen Namen von indischen Gottheiten. Und die indischen Gottheiten sind sowohl gut als auch böse, sogar aufgrund der indischen Mythologie her. Und dann sagen wir noch abschließend in unserem Artikel, dazu kommt es im Falle der Besessenheit, im Gegensatz zu einer gelegentlichen dämonischen Beeinflussung, der Dämon völlige Kontrolle über solch eine Person erlangt hat und dann ist es unabhängig davon, ob die Person schläft oder wacht. Das war Punkt Nummer 4. Dämonen können uns nicht im Schlaf beeinflussen. Punkt Nummer 5. Auch sehr wichtig zu begreifen, denn da gibt es auch sehr viele Missverständnisse. Dämonen oder auch Menschen unter dämonischem Einfluss oder Menschen, die dämonisch besessen sind, können uns nicht einen Fluch aufladen. Es ist diese Idee von diesem Voodoo-Kull, dass da so ein Zauberer da so eine Puppe hat und dann tut er in diese Puppe da so Nadeln hinein und auf einmal hat dann ein Mensch, der wer weiß wie weit entfernt wohnt, auf einmal diese Schmerzen, weil jetzt dieser Fluch von diesem Zauberer über diese Voodoo-Geschichte auf diesen Menschen übertragen worden sei. Ich habe da ein Fußballspiel letztens gesehen. Da gab es jemanden, der da etwas an dem Tor der gegnerischen Mannschaft hinterlegte. Und der Torwart, der nahm diesen Gegenstand und lief hinter dem her. Und es stellte sich heraus, dass dieser gegnerische Spieler da eine Puppe hingelegt hat, eine angebliche Voodoo-Puppe, um dadurch einen Fluch auf die gegnerische Mannschaft zu übertragen. Und die gegnerische Mannschaft, die hat das dann auch so angesehen. Das ist Unfug. Das ist Unfug. Aber der Unfug wird gefährlich, wenn man daran glaubt. Denn dann haben Dämonen wiederum freies Spiel. Schauen Sie, Menschen unter göttlicher Inspiration können von Gott eingegebene Segnungen oder Flüche aussprechen. Aber ich wiederhole, unter göttlicher Inspiration. Denken wir an Jakob, der Prophezeiungen weitergab von Segnungen, aber auch von Flüchen. Denken wir an Mose, der ebenfalls das Gleiche tat. Josua tat das Gleiche. Es gibt eine Persönlichkeit im Buch Richter mit dem Namen Jotham, der auch einen Fluch aussprach, der eintraf, aber es war ein Fluch von Gott inspiriert. Von Gott inspiriert. Nun, sogar was Segnungen angeht, denken wir an den falschen Propheten Bilam. Der wurde dazu beauftragt, Israel zu verfluchen. Und er konnte es nicht. Gott ließ es nicht zu. Und der Fluch, den er aussprechen wollte, der wurde in einen Segen verwandelt. Und Sie können das in 4. Mose 23, Vers 8 nachlesen. Später, da heißt es, dass der Bilam sagt, ja, wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Und das wird dann auch in Nehemia, Kapitel 13 und Vers 2 wiederum zum Ausdruck gebracht, wo es heißt, Gott wandte den Fluch in Segen. Schauen Sie, nirgendwo sagt die Bibel, dass von Dämonen beeinflusste Menschen wirksame Flüche über andere Menschen und ganz besonders über Christen aussprechen könnten. Aber, wenn man daran glaubt, wird die Sache gefährlich. Denn dann öffnet man sich wiederum der Gedankenwelt und den Einflüssen von Dämonen.
Es ist dann nicht so, dass der Mensch, der da einen Fluch ausspricht, diesen Fluch in der Tat auf den anderen Menschen überträgt. Aber es ist so, dass man jetzt, wenn man das denkt, man sich dem Einfluss von Dämonen öffnet, die dann irgendwie eine solche Täuschung vorgaukeln können. In Jeremia Kapitel 15 und Vers 10 lesen wir eine interessante Stelle in dem Zusammenhang. Jeremia Kapitel 15 und in Vers 10. Wehe mir, sagt Jeremia, der hatte auch so Phasen von Depression, wie einige heute die haben. Wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jedermann hadert und streitet im ganzen Lande. Hab ich doch weder auf Wucherzinsen ausgeliehen, noch hat man mir geliehen und doch flucht mir jedermann. Nichts Neues unter der Sonne. Manchmal habe ich so auch den Eindruck, wenn ich so Predigten gebe, dass da viele nicht mit einverstanden sind und ob die dann mir fluchen oder nicht, wer weiß. Wer weiß. Aber dem Jeremia wurde geflucht. Hatte das irgendwie eine Konsequenz für ihn, was jetzt Gott anbelangte? Absolut nicht. Jeremia Kapitel 17 und Vers 7. Was sagt Jeremia unter göttlicher Inspiration? Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, wie es Jeremia tat, auch wenn er zwischenzeitlich einmal eine depressive Phase hatte. Aber Gott sagte ihm, hör auf, den Unsinn zu quatschen. Wenn du das Richtige sagst, dann kannst du weiterhin mein Prophet sein. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Und dann in Vers 18, wo es heißt, lass die zu Schanden werden, die mich verfolgen und nicht mich, sagt Jeremia. Lass sie erschrecken und nicht mich. Lass den Tag des Unheils über sie kommen und zerschlage sie zweifach. Nun, Gott wird mit diesen Menschen umgehen. Aber der Punkt ist der, obwohl ihm alle fluchten, sagte Jeremia, das bedeutet aber nicht, dass Gott mehr geflucht hat und dass diese Flüche in irgendeiner Form eine Auswirkung, eine geistliche Auswirkung auf mich hätten. Das ist keineswegs der Fall. Die revidierte Lutherbibel von 84, die ich hier auch hauptsächlich benutze, die übersetzt Sprüche, Kapitel 26 und Vers 2, auf sehr interessante Weise. Sprüche 26 und Vers 2. Wie ein Vogel dahinfliegt und eine Schwalbe enteilt, so ist ein unverdienter Fluch. Er trifft nicht ein. Also wenn jemand einen Fluch gegen sie ausspricht, wenn der unverdient ist, weil eben diese Person keinerlei Autorität von Gott hatte, es zu tun, dann trifft er nicht ein. Dämonen können den nicht verwirklichen. Schauen Sie, dieser Fluch ist bedeutungslos. Dämonen können nicht einen Fluch auf sie aufladen, der dann auch durchgeführt wird. Es ist dies zwar sehr großer Aberglaube in vielen Ländern, wo man meint, das sei möglich mit dieser schwarzen Magie und das alles. Nein, es geht nicht. Gott hat es nicht erlaubt. Gott hat den Dämonen eine solche Kraft nicht gegeben. Der sechste Punkt. Und der steht natürlich mit dem fünften im engen Zusammenhang. Dämonen können nicht gegen Gottes Willen oder ohne seine Erlaubnis handeln. Und das finden wir zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 10. 1. Korinther Kapitel 10 und lesen wir die Verse 10 bis 13. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 10. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Hier, Paulus spricht von den Erfahrungen der Israeliten im Alten Testament. Und da waren viele dabei, die murrten mit ihrem Geschick, die mochten nicht so das erleben, was ihnen widerfuhr. Und heute gibt es auch viele, die murren, die sind ständig unzufrieden, ständig depressiv, ständig in einer negativen Haltung und Verfassung. Und dann wird das manchmal sogar auch noch mit irgendwelchen Krankheiten dargestellt, die man angeblich hat. Nein, der Wille fehlt. Ganz einfach und allein, der Wille fehlt, aus diesem negativen, finsteren, dunklen Lebensweg herauszukommen. Und es ist die Sünde. Und Paulus sagt das hier. Ja, aber ich kann doch nichts dazu. Sie können sich an Gott wenden. Meinen Sie nicht, dass Sie jetzt irgendwo Ihr Leid in anderen Menschen klagen müssen? Nein, Sie müssen sich an Gott wenden. Und Gott wird Ihnen helfen, wenn Sie wirklich auch
den Glauben haben. Und wenn sie ihn nicht haben, dann beten sie, so wie die Jünger auch manchmal gebetet haben, mehre uns den Glauben. Mehre uns den Glauben. Und wenn sie die Weisheit nicht haben, dann können sie auch zu Gott beten um Weisheit. Alle diese Dinge können sie von Gott erhalten. Wenn sie nicht genug Glauben haben, dann bitten sie Gott um Glauben. Wenn sie nicht genug Weisheit haben, dann bitten sie Gott um Weisheit. Wenn sie mit ihrem Schicksal hadern, hören sie auf, mit ihrem Schicksal zu hadern, sondern wenden sich an Gott, um eine positive Einstellung zu erlangen. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Und dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschehen uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, mit anderen Worten, ja, ist doch nicht schlimm, wenn ich so murre, ich stehe ja trotzdem, der mag zusehen, dass er nicht falle, sagt Paulus hier. Und jetzt fährt er fort, Folgendes zu sagen, Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Versuchung. Eine Versuchung natürlich, die von Satan kommen kann, von Dämonen kommen kann. Aber Gott sagt, aber es ist gleichwohl eine menschliche, mit anderen Worten, der Mensch kann sie ertragen. Aber noch mehr. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Gott weiß genau, was wir durchmachen können, was wir durchstehen können, was wir erhalten können und was über unsere Kraft gehen würde, lässt er nicht zu. Wie ich sagte, Dämonen können nicht über das hinausgehen, was Gott zulässt. Und Gott weiß genau, was er zulassen kann. Und er sagt hier, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Andere Übersetzungen haben auch hier, Gott zeigt uns den Ausweg aus der Versuchung, sodass wir sie ertragen können, sodass wir hinauskommen können, heraustreten können aus der Versuchung. Also der Punkt ist der, Dämonen können nicht gegen Gottes Willen handeln oder ohne seine Erlaubnis. Und jetzt der siebte Punkt, auch wiederum, der mit natürlich dem sechsten und auch dem fünften im Zusammenhang steht. Denn die Frage war ja nun, was können Dämonen, was kann Satan nicht tun? Nun, Dämonen können uns nichts anhaben, wenn wir ihnen widerstehen. Wussten Sie das? Die haben gar keine Macht über sie, wenn sie ihnen widerstehen. Aber wie? Wie tut man das? Und wie ist das zu verstehen? Nun, Jakobus Kapitel 4. Jakobus Kapitel 4, angefangen Vers 7. So seid nun Gott untertan, widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch. Vers 8. Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, heiliget eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Man soll dem Satan widerstehen und dann wird er von uns fliehen, aber man tut dies auch dadurch, dass man sich Gott unterstellt, dass man nahe zu Gott kommt. Und das bedeutet was? Man muss Gott untertan sein, man muss ihm folgen, man muss sich von Sünde bekehren, man muss die Hände reinigen, nichts mehr anfassen in diesem geistlichen Sinne, was sündhaft ist. Und man soll die Herzen heiligen, man soll aufhören, wankelmütig zu sein, einmal so, das vielleicht zu tun, das aber wieder nicht zu tun, auf beiden Füßen zu hinken. Nein, man soll zu einer heiligen Person werden. Heilig bedeutet, zu einem heiligen Zweck ausgesondert zu sein, das Richtige zu tun. Und wenn man auf diesem Wege sich befindet, dann wird Gott einem helfen. Man unterstellt sich jetzt ja ihm, seiner Kraft, und damit widersteht man dem Teufel und er wird von uns fliehen müssen. Er hat keine Macht über uns. 1. Petrus Kapitel 5. 1. Petrus Kapitel 5 und lesen wir die Verse 8 und 9. 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 8. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ich glaube nicht, dass Petrus das nur allegorisch meinte. In dem Sinne, ja, den Teufel gibt's ja gar nicht. Der Petrus wusste sehr wohl, dass es den Teufel gibt. Und Sie müssen das auch wissen. Und Sie müssen wissen, dass er unser Widersacher ist, der dabei ist, uns zu verschlingen. Der will, dass er uns verschlingen kann. Aber, Vers 9, dem widersteht. Widersteht dem Teufel. Dem widersteht wie? Fest
im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Mit anderen Worten, wir sind jetzt nicht die Ausnahme, auch wir sind die Einzigen, die leiden müssen, kein anderer muss so leiden. Die gleichen Leiden, sagt Petrus, die sie haben, haben andere auch. Es heißt sogar im griechischen Urtext, die eben dieselben Leiden erleben ihre Brüder in der ganzen Welt in vollstem Umfang. Im vollsten Umfang. Man widersteht dem fest im Glauben. Nur wenn sie keinen Glauben haben, können sie dem auch nicht widerstehen. Aber dann müssen sie Gott um Glauben bitten. Nicht anderen ihr Leid klagen, um Glauben bitten. Und Gott wird ihnen den Glauben geben. Fragt, klopft an und Gott wird euch gegeben oder wird euch geben, um was ihr ihn bittet, wenn ihr ihn wirklich darum bittet. Aber es gehört eben auch dazu, dass man von der Sünde lässt, wie wir gerade gelesen haben. Wir sollen dem Teufel fest im Glauben widerstehen, uns Gott unterordnen, unsere Hände reinigen und unsere Wankelmütigkeit ablegen. Offenbarung Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12 lesen wir angefangen in Vers 10. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 10. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden. Achten Sie jetzt auf diese Aussage, überwunden. Sie haben überwunden. Wodurch? Durch des Lammes Blut. Sie haben das Opfer Jesu Christi für ihre Sünden, zur Vergebung ihrer Sünden angenommen. Sie haben verstanden, dass nur alleine aufgrund des Opfers Jesu Christi ihre Sünden vergeben werden können. Und dieses Opfer haben sie angenommen und dadurch Vergebung erlangt. Und dann hatte der Verkläger nichts mehr, weswegen er uns verklagen konnte. So, sie haben überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Sie haben sich zu dem bekannt, was Christus gelehrt hat, was Gott der Vater gelehrt hat. Sie haben das nicht verleugnet. Und das hat Konsequenzen. Und diese Konsequenzen sind die: Man hat jetzt die richtige Priorität in unserem Leben gesetzt. Und das bedeutet auch letztendlich, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Wenn es darauf ankommt, dass man sich entscheiden muss zwischen dem, was Gott einem befiehlt und was wir gerne möchten. Aber das, was wir gerne möchten, entspricht nicht dem, was Gott uns befiehlt. Dann werden wir Gott folgen. Und das bedeutet, man überwindet dadurch den Verkläger. Wenn aber die Prioritäten auf einmal so schwammig werden und man versucht dann jetzt irgendwie doch noch Kompromisse zu schließen und noch Dinge zu tun, die man nicht tun sollte, nun, dann haben wir unser Leben noch mehr geliebt, als wir es lieben sollten. Und wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein, sagt Christus, allem, was gegen das steht, was Gott von uns verlangt. Das ist der Punkt. Und dann können Sie natürlich nicht damit rechnen, dass Sie in keinster Weise von Satan und seinen Dämonen beeinflusst werden könnten. Denn dann haben die wieder Macht über Sie. Deswegen die große Gefahr. Aber der Punkt ist der: Wir können Satan überwinden. Hier wurde uns gezeigt, wie. Schauen wir uns 1. Johannes Kapitel 2 an. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 13 und 14. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Junge Männer haben den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Wie haben sie es getan? Sie sind stark geblieben. Das Wort Gottes ist in ihnen geblieben. Sie haben keine wankelmütigen Herzen gehabt, sondern sie waren stark im Wort Gottes und haben sich dazu entschlossen, komme was wolle, dieses Wort zu erfüllen. Und so haben sie den Satan, den Bösen,
überwinden können. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 4. Er sagt, Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Diese falschen Prediger, die kommen und sagen, ja, das Gesetz ist abgeschafft, man braucht es nicht mehr zu halten. Christus kam, um das Gesetz aufzulösen und wir sind jetzt gerettet, weil wir hier nun doch Jesu Christi Namen angenommen haben und egal wie wir leben, wir kommen doch in den Himmel, wenn wir sterben. Ich sage Ihnen eines, das sind falsche Prediger. Satan hat seine falschen Prediger, die Bibel macht das klar und deutlich. Der Satan verstellt sich zu einem Engel des Lichtes. Und Paulus sagt, es ist auch keine Großartigkeit dann, wenn sich seine Prediger zu Predigern der Gerechtigkeit verstellen. Aber ihr Ende wird ihren Werken gemäß sein. Johannes sagt, wenn jemand zu ihnen kommt und sagt, ich kenne Gott und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, in dem ist die Wahrheit nicht. Und es heißt hier, ihr habt die erkannt, die zu euch kommen, mit diesen falschen Lehren. Ihr seid von Gott, Vers 4, und habt jene überwunden. Aber auch hier wird gesagt, warum das möglich ist. Denn der in euch ist, der ist größer als der, der in der Welt ist. Aber man muss nicht warten, bis man ein wahrer Christ geworden ist, sodass dann Gottes Geist in einem wohnt, sondern auch bereits vorher, wenn man berufen ist, arbeitet Gottes Geist schon mit einem. Und auch dann kann man schon den Weg der Überwindung beginnen. Den Heiligen Geist erhält man ohnehin nicht bei der Taufe, wenn man nicht vorher bereits schon Gott gehorcht hat. Also schauen Sie, es geht darum, dass man den Satan überwinden kann und dass man ihn mit Gottes Hilfe überwinden wird. Und das bedeutet auch, wie wir eben schon gelesen haben in dem Artikel über Träume, man muss gegen die Dämonen, die Werke, die Mächte der Finsternis kämpfen. Wie kämpft man gegen die Mächte der Finsternis? Nicht aufgrund unserer eigenen Stärke und Kraft, wenn wir das versuchen, dann werden wir unterliegen. Aber schauen wir uns Epheser Kapitel 6 an. Epheser Kapitel 6, angefangen in Vers 10. Zuletzt seid stark. Hatten wir nicht gelesen, dass die jungen Männer stark waren? Seid stark. Aber wie? In dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann heißt es, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels, dieser Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, um zu sehen, wenn er verschlingen kann. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Schauen Sie, wir nehmen nicht an den Kriegen dieser Welt teil. Aber wir haben zu kämpfen. Und zwar haben wir zu kämpfen mit den Mächtigen und Gewaltigen. Nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Diese Welt, diese arge, böse Welt der Finsternis, diese Dämonen, die herrschen hier auf dieser Erde. Wir haben zu kämpfen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir haben mit denen zu kämpfen. Wie können wir es tun? Nun, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tage Widerstand leisten und alles überwinden. Hier kommt das Wort überwinden wieder zum Tragen. Überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest. Und dann werden die einzelnen Charaktermerkmale der Waffenrüstung Gottes beschrieben. Es geht hier um Wahrheit, es geht um Gerechtigkeit, es geht um das Evangelium des Friedens, den Schild des Glaubens, den Helm des Heils, das Schwert des Geistes und dann Gebet. Alles dies wird hier dargelegt, aber es ist alles dies etwas, was von Gott kommen muss. Deswegen sagte ich vorher, Sie haben nicht genug Glauben, beten Sie zu Gott um Glauben. Das ist Teil der Waffenrüstung Gottes, die Sie haben müssen. Diesen Glauben, den sie besitzen müssen, den sie besitzen können, den sie besitzen müssen, um Satan überwinden zu können. Warum kam Christus? Nun, er kam aus vielen, vielen Gründen, wie wir wissen. Aber eine interessante Stelle findet sich in 1. Johannes Kapitel 3. Denken wir daran, es geht hier um die Frage, was können Dämonen nicht tun? 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Christus kam, um die Werke des Teufels in ihrem Leben zu zerstören, sodass sie aufhören zu sündigen, sodass sie in Gerechtigkeit leben,
Gerechtigkeit ist definiert als das Halten der Gebote Gottes. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Die Idee, das Gesetz sei abgeschafft, ist ja lächerlich, denn dann könnten sie ja gar nicht mehr sündigen. Alle diese Stellen würden gar keinen Sinn ergeben. Nein, Christus kam, um die Werke des Teufels in unserem Leben zu zerstören. Aber wir müssen ihn dies auch tun lassen. Wir müssen zugeben, dass er die Werke des Teufels in unserem Leben zerstört. Schauen wir uns Kolosser Kapitel 1 einmal an, in Vers 13. Kolosser 1 und Vers 13. Der Vater hat uns errettet von der Macht der Finsternis. Und er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Deswegen sind wir nicht mehr unter der Herrschaftsgewalt von Satan. Deswegen sind wir unter der Regierungsform von Gott, dem Vater und Jesus Christus. Insoweit sind wir hineingesetzt worden in die Dimension des Reiches Gottes. Das Reich Gottes herrscht jetzt über uns. Und wir müssen aber das Reich Gottes über uns herrschen lassen. Und wir lesen dies auch in Apostelgeschichte Kapitel 26. Apostelgeschichte 26 und lesen wir die Verse 17 bis 18. Denn hier sagt Paulus, weshalb er berufen wurde, was seine Aufgabe war. Apostelgeschichte 26 und Vers 17, wo Christus zu ihm gesagt hat, und Paulus zitiert es nun: Ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Und so werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind, durch den Glauben an mich. Man wird geheiligt, ausgesondert zu einem heiligen Zweck durch den Glauben an Christus. Aber dies ist kein toter Glaube. Glaube ohne Werke ist tot. Wir müssen den Glauben durch unsere Werke unter Beweis stellen. Wir müssen Glaubensgehorsam haben. Aber dann werden wir von der Gewalt Satans befreit. Befreit. Und so lesen wir, dass Gott uns vor dem Bösen, vor Satan mit Teufel, bewahren wird. 2. Thessaloniker, Kapitel 3 und Vers 3. 2. Thessaloniker, Kapitel 3 und lesen wir Vers 3. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken. Seid stark, wie wir gelesen haben. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Was bedeutet, Dämonen haben dann keine Macht über uns. Dämonen können uns nichts anhaben, wenn alle diese Voraussetzungen vorliegen. Lesen wir Johannes Kapitel 17 und Vers 15. Johannes 17 und Vers 15. Ich bitte dich nicht, sagt Gott hier, oder vielmehr Jesus Christus zu Gott dem Vater im Garten Gethsemane, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das war das Gebet, das Christus an den Vater gesandt hat. In 2. Thessaloniker lesen wir, dass Gott dieses Gebet erfüllt hat. Du hast uns bewahrt, du bewahrst uns vor dem Bösen. Sollen wir nicht etwas beten, was in Matthäus Kapitel 6 und Vers 13 gesagt wird? Natürlich nicht so als eine regelmäßige Floskel, die wir so daher plappern wie die Heiden. Nein, darum geht es nicht. Es geht hier um eine Grundstruktur eines Gebetes. Und hier wird in Matthäus 6 und Vers 13 ein Teil dieser Grundstruktur wie folgt beschrieben. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Aber das Wort erlöse kann man auch mit, wie die Schlachterbibel es tut und die Elberfelder Bibel es tut, mit errette uns von dem Bösen übersetzt werden. Also wie Christus den Vater bat, uns vor dem Bösen zu erretten, zu bewahren, sollen wir den Vater bitten, uns vor dem Bösen, vor Satan dem Teufel zu erretten, zu bewahren, zu erlösen. Und was sagt Christus? Was sagt Gott der Vater? Was sagt die Bibel? Gott wird es tun. Gott hat es bereits getan, wenn wir diesen Weg kontinuierlich weitergehen.
Eine wunderschöne Stelle findet sich in Römer Kapitel 16, Vers 20. Römer 16 und Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Das ist eine klare Anlehnung an das, was wir in 1. Mose 3 lesen, Vers 15. Schlagen wir diese Stelle kurz auf. 1. Mose 3 und Vers 15. Das war natürlich, nachdem Adam und Eva gesündigt haben. Und hier sagt jetzt Gott Folgendes. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und dem Weibe, und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ich möchte hier kurz einmal aus der Anmerkung der Schlachterbibel zu dieser Stelle zitieren. Die haben das nämlich sehr schön behandelt. Da heißt es, nach dem Fluch über die natürliche Schlange wandte Gott sich an die geistliche Schlange, den lügenden Verführer Satan, und verfluchte ihn. Den Kopf zertreten, in die Ferse stechen. Dieses Urevangelium ist eine Prophezeiung des Kampfes zwischen deinem Samen, Satan, und den Ungläubigen, die in Johannes 8, Vers 44 als die Kinder des Teufels bezeichnet werden. Aber nebenbei gesagt, nicht nur in Johannes 8, Vers 44, Sie können sich nachher auch 1. Johannes 3 und Vers 10 anschauen, wo ebenfalls von den Kindern des Teufels gesprochen wird. Aber nochmal zurückkehrend hier. Dieses Urevangelium ist eine Prophezeiung des Kampfes zwischen deinem Samen, Satan und den Ungläubigen, und dem Samen der Frau, Christus, ein Nachkomme Evas, und den Gläubigen in ihm, sowie eine Prophezeiung des Ausgangs dieses Kampfes, der im Garten Eden begann. Inmitten dieser Flüche strahlt eine Botschaft der Hoffnung auf. Der Same der Frau, der er genannt wird, ist Christus, der eines Tages die Schlange besiegen wird. Das heißt dann ja auch, letztendlich wird Gott den Satan und unsere Füße treten in Kürze. Satan konnte Christus' Ferse lediglich verletzen, ihm Schmerzen zufügen, während Christus Satans Kopf zertritt. Mit anderen Worten, ihm die Macht nimmt. Paulus spielt in Römer 16, 20 stark auf 1. Mose 3 an, als er schreibt, der Gott des Friedens wird in Kürze den Satan unter euren Füßen zertreten. Gläubige sollten sich im Klaren sein, sehr schön formuliert hier, dass sie am Zertreten Satans beteiligt und darin mit ihrem Erretter verbunden sind, weil auch sie zur Nachkommenschaft der Frau gehören. Wie ich sagte, wir müssen Christus gestatten, in unserem Leben zu wirken. Und dann wird Satan keine Macht über uns haben. Denn lesen wir Johannes Kapitel 14 und Vers 30. Johannes Kapitel 14 und Vers 30. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt, er hat keine Macht über mich, sagt Christus hier in der Übersetzung der revidierten Lutherbibel. Die Padlochbibel schreibt, er vermag nichts gegen mich. Die neue Lutherbibel 2009 schreibt, er findet nichts an mir. Die Elberfelder-Bibel, er hat nichts in mir. Und die Schlachter-Anmerkung sagt, Satan hatte weder einen Anspruch auf Jesus, noch konnte er ihn irgendeiner Sünde beschuldigen. Alles dies passt und gehört zusammen. Schauen Sie, Satan hatte keine Macht über Christus, weil er nichts an ihm fand. Er konnte ihn keiner Sünde beschuldigen. Er hatte keinen Anspruch auf Jesus. Jesus hat niemals gesündigt. Schauen wir uns kurz Hebräer Kapitel 2 und Vers 14 an. Hebräer Kapitel 2 und Vers 14. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, Jesus Christus, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der die Gewalt hat über den Tod, oder der die Gewalt hat über den Tod, nämlich dem Teufel. Dem Teufel ist die Macht genommen worden, in unserem Leben zu wirken. Wenn wir unser Leben entsprechend führen, dann kann der Teufel nichts gegen uns tun, ist der Punkt, der siebte Punkt, auf den ich hier zu sprechen kommen wollte. Satan soll und wird mit Gottes Hilfe und wenn wir unseren Teil tun, keine Macht über uns haben. Wenn wir sündigen, dann bereuen wir, dann nehmen wir das Opfer Jesu Christi an, dann überwinden wir dadurch den Teufel. Die gute Nachricht ist,
dass sich Gottes Volk nicht vor Satan und seinen Dämonen zu fürchten braucht. Weil Gott, der mit wahren Christen ist, viel mächtiger ist, wie wir gelesen haben, als der Herrscher dieser Welt. Wenn wir Gott folgen, dann sind wir nicht den Dämonen untertan, sondern die Dämonen sind uns untertan. Aber wir müssen dies auf richtige Weise begreifen. Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10 und angefangen in Vers 17. Lukas Kapitel 10 und Vers 17. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Es führt alles zurück auf Christus. Und er sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Er spricht jetzt den ursprünglichen Aufstand von Satan und seinen Dämonen gegen Gott an. Und er war dabei, natürlich war er dabei, aber die zweite Gottpersönlichkeit innerhalb der Gottfamilie, Gott der Vater und Jesus Christus, haben immer schon als Gottwesen existiert. Und so hat natürlich Satan, als er diesen Aufstand gegen Gott vornahm, sowohl gegen Gott, den Vater, als auch gegen Jesus Christus rebellieren wollen. Und Jesus Christus sieht ihn jetzt im Nachhinein wiederum, er sieht das, was damals geschehen war, den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Vers 19, seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Nun, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier Gott in Anführungszeichen versuchen sollen, wo man also jetzt ganz bewusst giftige Schlangen raufnimmt und dann meint, ach ja, die können uns nicht schaden, wenn die uns beißen. Das wäre Irrsinn, das wäre Unfug. Aber Gott sagt, es wird euch nichts geschehen, was ich nicht zulasse. Doch darüber freut euch nicht, Vers 20, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, und zwar im Buch des Lebens geschrieben sind, wie das uns Philipper Kapitel 4 und Vers 3 sagt. Aber der Punkt ist der, Dämonen werden uns in dem Sinne untertan sein, dass sie nichts gegen uns tun können. Weil der, der in uns ist, der mit uns wirkt, mächtiger ist als der Herrscher dieser Welt. Und diese Herrschaft ist sehr vorübergehend. Und wenn Christus zurückkommt, wird diese Herrschaft ein Ende haben. Und wir beten, dein Reich komme, damit diese Herrschaft bald ein Ende haben wird und Gottes Herrschaft auf Erden errichtet werden kann. So, zusammenfassend noch einmal die 7 Punkte, die ich heute behandelt habe. Was können Dämonen, was kann Satan nicht tun? Er kann sich nicht materialisieren, wie es Engel können. Er kann nicht als ein Mensch vor ihnen stehen. Er kann nicht heilen. Er kann grundsätzlich nichts erschaffen. Er kann uns nicht im Schlaf beeinflussen. Er kann uns nicht verfluchen. Er kann es versuchen, aber dieser Fluch hat keinerlei Bedeutung. Er kann nicht gegen Gottes Willen handeln. Und letztendlich, er kann nichts gegen uns vollbringen. Er hat keine Macht über uns, wenn wir uns Gott untertan machen und alle diese Dinge tun, von denen wir heute gesprochen haben. Das nächste Mal, wenn Sie in die Versuchung geraten, sich vor etwas zu fürchten, dann beten Sie zu Gott um seine Hilfe, um seine Kraft, um seinen Glauben, um seine Stärke, um die Fähigkeit zu überwinden. Und Gott wird Ihr Gebet erfüllen. Und Sie werden dann zu einem Kind des Lichtes werden und ein solches bleiben, fern von der Macht der Finsternis. Ich danke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.